Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen kleinen Haul, genauer gesagt um einen Paper Haul. Mein Motivpapier war nämlich so gut wie leer und ich habe ein bisschen eingekauft und wollte euch jetzt gerne zeigen, was ich mir so gekauft habe. Ich habe unter anderem bei eBay bestellt und bei Idee ein bisschen eingekauft. Und ich zeige euch jetzt einfach mal am besten, was ich mir bei eBay bestellt habe. Zum einen habe ich mir einen Vintage Paper Block bestellt. Und zwar dieser hier. Vorab möchte ich sagen, alle Paperblocks, die ich mir gekauft habe, sind in der Größe 15x15 cm, also 6x6 in. Und ja, somit starten wir jetzt einfach mal mit dem Vintage Paperblock. Dieser Block enthält 9 verschiedene Designs, A4 Papiere, also insgesamt 36 Papiere, das kann man hier auch lesen. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was oder welche Motive in diesem Block drin sind. Und die sind so wunderschön, meine Lieben. Also zum einen ist dieses wunderschöne Papier drin. Ich bin sowas von verliebt. Mir fallen da sofort ganz viele Möglichkeiten ein. Und ja, in diesem Block sind die Papiere jeweils 4-mal vertreten. Als zweites Design ist dieses wunderschöne Design drin. Das ist ganz toll. Erinnert mich so ein bisschen an so einen alten, so altes Briefpapier, so von früher aus dem Mittelalter. Auch ganz toll. Dann ist da drin dieses tolle Muster. Nicht Musterpapier, aber mit diesem tollen Muster. Auch ganz toll, erinnert mich so ein bisschen an Omas Tapete von früher. So im Küchenlook. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Dann als nächstes ist dieses wunderschöne Papier drin. Also das gefällt mir richtig gut. Das wirkt sehr beruhigend auf mich, obwohl ja Rot und Schwarz eigentlich aufwühlend wirken sollen. Aber für mich wirkt das sehr beruhigend. Sehr schön anzuschauen. Dann ist dieses Papier drin. Das ist auch Omas Tapete aus in der Küche. Fällt mir sofort dazu ein. Finde ich dennoch ein wunderschönes Papier und ich glaube, damit lässt sich auch viel anstellen. Dann ist gar nicht so einfach. So, ist dieses tolle Papier drin. Das erinnert mich an China. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an China oder sagen wir mal an Asien. Finde ich ganz toll. Oder es erinnert mich ein bisschen an das Spiel Gothic 2. Wer das kennt, wird es vielleicht etwas nachvollziehen können, weil es so ein bisschen Kloster, Kathedrale, Bibliothek mäßig. Also das erinnert mich irgendwie daran. Dann als nächstes ist da drinnen dieses Papier. Das erinnert mich irgendwie an nichts, an gar nichts. Es ist einfach nur wunderschön und ich glaube, es muss mich ja auch nicht immer an alles erinnern. Und ich finde das hier so toll. Es sieht aus, als wäre hier so irgendwie was gerissen. Das finde ich ganz toll. Als erstes habe ich auch darüber gefasst und mir gedacht, hups, was ist denn da passiert? Aber das ist in jedem Papier. Naja, wisst was ich meine. So, als nächstes ist dieses wunderschöne Design drin. Ganz toll. Auch wieder so auf alt gemacht. Und dann ist noch ein letztes, und zwar dieses. Auch wunderschön. Also ich glaube, der Block hat 4,80 oder 5,60 gekostet. Auf keinen Fall über 6 Euro, alles unter 6 Euro. Und dafür ist es wunderschön. Und ja, ich möchte demnächst wieder ein paar Tree-Shutter-Karten machen, oder wie die sich auch mal nennen. Beziehungsweise ich habe schon eine gemacht, möchte ein paar mehr machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss euch das noch vorher zeigen, bevor ich es alles zerschneiden tue. Und ja, Vintage Paper Block, ganz großes Kino für mich jedenfalls. Falls meine Stimme etwas angeschlagen klingt, liegt daran, dass ich etwas erkältet bin. Also ich habe etwas Schnupfen und ein bisschen Husten und sowas. Und ja, also ich merke gerade, sie wirkt oder ist etwas kratzig momentan. Als nächstes habe ich mir bei eBay dann dieses Paper Set bestellt. Paper Mania Capsule Collection, was auch immer. Auch wieder in der Größe.
Und das ist so süß, das ist jetzt kein Block. Die Papiere sind so drin gewesen, die zeige ich euch jetzt. Und so ist halt das Deckblatt. Finde ich sehr schön. Hier kann man auch schon mal die Motive etwas erkennen. Und ja, dann starten wir einfach. Und zum einen ist dieses Papier drin, ein Blumenmuster in Weiß gehalten. Und dann haben wir hier das gleiche Muster nochmal in Rot. Finde ich wunderschön. Besonders, also das gefällt mir so ganz gut, wenn man das Rote sieht, sticht natürlich das Rote mehr raus. Aber dennoch beide wunderschön. Also in diesem Papier. Sets sind sozusagen immer zwei Motive mit anderer Farbgestaltung. Zum einen dieses hier dann. Finde ich auch total toll. Und dann dieses. Finde ich, die passen sehr gut zusammen. Auch ganz toll. Dann ist dieses Papier drinnen. Finde ich auch, irgendwie erinnert mich das so an so Oldschool irgendwie. Finde ich ganz schön. Und dann ist diese Farbe vertreten. Ich glaube, dieses Set gibt es auch noch im Blau, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich muss natürlich rosa und rot haben. Ganz klar. Dann ist dieses Set drinnen. Ja, dieses Set, dieses Papier in diesem Set. Und hier ist irgendwas umgedreht. Also so. Wirkt ganz unterschiedlich in verschiedenen Farben, finde ich großartig. Das ist richtig schön da dran. So, dann einmal dieses Papier. Auch ganz toll. Und dort ist noch, oder auch nicht, nee, ist es nicht. Das ist jetzt anscheinend ein Einzelpapier. Dann kommt hier einmal Pünktchen. Und nochmal Pünktchen. Das eine ist rosa mit weißen Punkten, das andere ist weiß mit rosa Punkten. Wirkt ganz anders, finde ich wirklich toll. Dann ist einmal dieses tolle Papier drin. Auch wunderschön. Und da schaut das Gegenstück auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein Einzelpapier. Genau, die gehören wieder zusammen. Auch wunderschön. Dann haben wir einmal dieses Muster, das finde ich so toll. Also das Papier ist sowas von, ja, es erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Also kennt ihr das, wenn man so Gedankensprünge hat, so ganz kurze, aber sie dann nicht nachverfolgen kann, weil die einfach zu schnell waren? Dann denke ich immer, wenn man sagt, man benutzt von seinem Gehirn ja anscheinend nur 20% und die 80% benutzt man ja gar nicht. Und naja. Das denke ich mir dann immer, dass das dann hinten so bei den 80% war, diese Gedankensprünge. So, und das schaut dann im Vergleich so aus. Finde ich ganz toll. Also da gefällt mir definitiv dieses Papier besser. Obwohl, wenn man sich das so alleine anschaut, ist das auch schön. Naja, also jedes Papier ist da drin toll. Und dann hatten wir das nicht jetzt auch schon? Moment. War doch gerade. Ach so, nein, das ist doch noch mal. Das sind dann hier drei verschiedene Farben. Hoppla. Nein, doch drei verschiedene Farben. So, dann einmal dieses Papier. Auch ganz toll. Und dieses Papier. Sieht auch wieder völlig anders aus. Und das erinnert mich an Omas Kaffeetassen. Dann haben wir einmal dieses Papier. Und dieses Papier. Finde ich auch ganz toll. Und dann noch mal so eins. Und dann haben wir noch einmal hier solche schönen Blümchen. Und dann so rote Blumen. Da gefällt mir definitiv dieses Papier besser. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich sehr grau. Das ist aber eigentlich rosa hier, das Papier mit weißen Blumen. Und hier ist es weiß mit roten Blumen. Und nochmal lila Blumen. Genau, dann haben wir einmal dieses Papier. Finde ich auch wirklich schön. Auch in verschiedenen Farben. Und dann einmal ganz viele Punkte.
auch wirklich toll. So, einmal rosa mit Punkten und weißen Punkten, ganz klein. Wenn sie es gerade rascheln hört, das ist meine Mama, die tut gerade Geschirr verräumen. Und die Küche ist genau nebenan. So, und dann haben wir noch einmal dieses Papier. Mit dem hier, wunderschön. Fällt mir auch wieder spontan was ein. Dann nochmal in dieser Farbe. Und dann haben wir einmal durch. Also das ist eine wunderschöne Papierzusammenstellung. Gefällt mir wirklich ganz, ganz toll. Ich überlege mir auch noch, das Blaue zu bestellen, weil es wunderschön ist. Und da kann man wirklich was mit ganz, ganz toll machen. Und ja, habe ich auch von eBay. Dann als nächstes habe ich mir noch ein Paperpad bei eBay bestellt, also ein Papierblock. Und zwar dieses hier. Das schimpft sich hier Country Rose. Und hier steht es auch nochmal 6x6 Inch, also 15, oh hier sogar 15,2 x 15,2 Zentimeter. Ja, auf jeden Fall dieses tolle Paperpad, also Papierblock, auch wunderschön. Und falls ihr das schon seht, es glitzert und wo ich das gesehen habe, war ich hin und weg. Und zum einen ist dieses wunderschöne Papier dabei schon mal, dieses, oh mein Gott, ich bin so verliebt in solches Glitzerpapier. Dann haben wir hier das ohne Geglitzer. Nochmal ohne Geglitzer. Dann haben wir einmal dieses Papier drin. Das gefällt mir auch sehr gut. Besonders vielleicht für eine Geburtstagskarte lässt sich das bestimmt toll verarbeiten. Haben wir hier nochmal. Und nochmal. Dann haben wir hier wieder ein wunderschönes Papier mit Rosen, das glitzern tut. Auch ganz großes Kino, bitte einmal fokussieren. Also die Kamera hat schon wieder gerade Probleme. Komm schon, liebe Kamera. Irgendwie magst du diese Farbe nicht. Auf jeden Fall glitzert es. Haben wir das einmal ohne Geglitzer. Und dann nochmal ohne Geglitzer. So, dann haben wir dieses wunderschöne drin. Och, das sieht auch toll aus. Ganz toll. Genau, dann kommen wir hier zu diesem hier. Hat auch wieder die Glitzer. Sieht wunderschön aus. Also auch so ein bisschen auf alt gemacht. Und hier, das erinnert mich, diese Abteilung erinnert mich wieder an Oma. Und einmal dieses, also dieses Papier, das Papier ohne Geglitzer. Dann kommen wir zu diesem wunderschönen Papier. Das erinnert mich an Hochzeit. Finde ich wunderschön. So, tue ich es mal überblättern. Dann kommen wir noch zu diesem Papier. Auch ganz tolles Glitzert wieder. Und dann zu diesem Design. Auch ganz toll. Das erinnert mich auch an irgendetwas, das ist wunderschön. Genau, und das müsste auch das letzte Design gewesen sein in diesem Block. Genau. Also ganz tolles Paperpad. Freue ich mich riesig, dass ich das bekommen habe. Hat auch nicht über 5 Euro gekostet oder nicht über 6 Euro auf jeden Fall. Weil eigentlich waren alle unter 5 Euro, aber eins war, glaube ich, 5,80 Euro. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches es war. Und dann war ich noch, also das war mein eBay-Einkauf, und dann war ich gestern noch bei Idee, ursprünglich um diese Bilderrahmen zu kaufen. Und was habe ich natürlich gemacht? Steffi hat das Geschäft verlassen, ohne die Bilderrahmen zu kaufen. Ich hatte sie in der Hand. Und heute Morgen habe ich schon danach gesucht, hier zu Hause, und dann ist mir eingefallen, dass ich Trottel sie wieder hingehangen habe. Ich hatte sie, weil ich mich nicht entscheiden konnte, nehme ich diesmal diese verschnörkelten oder diese geraden. Und dann habe ich eigentlich im Laden beschlossen, okay, guckst du später nochmal, und bin halt dann ohne rausgegangen. Ja, das Ende vom Lied war, ich bin der Meinung gewesen, ich habe sie gekauft. Und dann habe ich sogar danach zu Hause gesucht und habe mir gedacht, jetzt habe ich sie im Laden liegen lassen oder sonst was. Dabei habe ich sie einfach im Regal liegen lassen. Und ja, ich habe nämlich danach gerechnet, ich habe nämlich bei Idee 9 Euro ausgegeben.
Und ja, deswegen habe ich dann nachgerechnet und habe ich mir gedacht, oh, das, was ich gekauft habe, sind 9 Euro. Dann hast du die Bilderrahmen nicht. War ein bisschen schade, aber okay. Okay, jetzt zeige ich euch das, was ich bei Idee mitgenommen habe, was ich definitiv nicht vergessen habe. Und zum einen habe ich mir da auch nochmal einen Paperblock genommen, also ein Paperpad. Und zwar dieses hier, das war auch noch eingeschweißt und so, das habe ich aber schon aufgemacht. Dort sind 24 Papiere drin. Und dieser Block war nicht gerade sehr stabil. Also ich habe es aufgemacht und dann sind mir die Papiere sozusagen schon oben, wo ich mir angeguckt habe, schon weggegangen. Also die waren hier oben so angeklebt. Und dann habe ich einfach gleich alle Papiere so halt entfernt und habe sie jetzt nur so reingelegt. Dann kann ich es euch jetzt besser zeigen. Genau, ich weiß nicht, ob der einen bestimmten Namen hat. Genau, hier unten steht Vintage Romance. Genau, wunderschön auch. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Papiere. Also zum einen hier With All My Love. Das ist so toll. Und ich habe euch ja mal so Sticker gezeigt von dieser Reihe. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wo sie sind. Haha. Also sie müssten irgendwo mal in der Stickerkiste sein. Aber da müsste ich auch noch das Kleid haben und das Parfüm. Und das passt natürlich wunderbar dazu. Auch wieder wunderschönes Papier. Das Einzige, was mir so ein bisschen schade ist, dass es so eine Richtung hat. Zum Beispiel, man kann jetzt nicht nach so schneiden, dass ich jetzt sage, ich muss immer so runtergehen, dass es halt eine Richtung hat und wenn ich dann von der anderen Seite komme. Naja, das finde ich ein bisschen schade, aber gut, sollte mir vorher klar sein. Dann finde ich das hier ganz toll. Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mir das ausschneide und das als 3D-Effekt mache. Also einfach hinten dran zum Beispiel ein Schwämmchen kleben oder so. Ihr wisst, was ich meine. Und dann hier halt auf eine Karte als 3D-Effekt mache, finde ich ganz toll. Dann ist dieses Papier drin. Wunderschön, der Schmetterling dabei. Und die Postkarte sieht auch so 3D-mäßig aus. Ja, das ist einfach so schön. Übrigens, das Set hat 4,99 gekostet, das weiß ich. So, dann einmal dieses Papier. Das ist zeitlos, gefällt mir auch sehr gut. Dann einmal hier Papier und es glitzert und es ist wunderschön. Also wo ich es gesehen habe, es glitzert, war ich hin und weg. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das Papier darfst du nicht kaputt machen, das ist bestimmt nur eins von. Und dann war auch noch ein zweites dabei, was genauso glitzert. Und ich war natürlich, oder ich bin natürlich hin und weg davon. Ganz toll. Dann als nächstes ist so eins drin. Dann einmal hier Rosen in rosa. Also in rot oder rosa-weiß. Dann haben wir die nämlich auch noch in blau-weiß. Wirklich ganz schön. Da gefällt mir aber die rosa Variante besser. Dann einmal dieses hier. Gefällt mir auch total schön. Also das ist dieses Karo-Muster mit Kleidchen und Parfumflasche. Oder Flakon. Und dann einmal dieses tolle Papier, was wieder hier so ein bisschen glitzern tut. Genau, und dann sind wir auch an dem letzten Papier, glaube ich, schon angekommen aus diesem Set. Das glitzert leider nicht. Genau. Und das war dieses Set von Idee. Gefällt mir richtig gut. Und da lässt sich bestimmt einiges Tolles mit zaubern. Und dann habe ich noch für 4 Euro andere Sachen gekauft. Insgesamt noch 4 Teile. Und zwar, zum einen habe ich mir eine Bordüre gekauft. Solche Bandbordüren. Diese hier. Baby-Style in Blau. Das heißt hier herzlichen Glückwunsch und mit einem Herzchen und Blümchen. Naja, die obere Reihe vielleicht nicht unbedingt betrachten. Weil die habe ich mir gekauft, weil die selbstklebend sind. Und hier oben steht noch 99 Cent. Deswegen durfte es auch mit. Und ja, selbstklebende Bordüren, was will man mehr, eignet sich perfekt. Und wenn man mal das da oben jetzt mal übersieht, dann hat man hier 3 wunderschöne Bordüren. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Genauso in der gleichen Version, aber in rosa. Ja, wir denken uns die obere wieder weg. Aber ich denke auch, wenn man vielleicht mal eine Babykarte macht oder so, eignet sich das bestimmt ganz toll. Also gebrauchen kann ich es bestimmt irgendwann mal. Und hat auch hier 99 Cent gekostet. Und dann durfte noch mit, ihr seht hier schon, 2 Engelsflügel. Einmal in Rot. Hier steht hier 99 Cent.
Genau, Engelsflügel finde ich so toll, eigentlich wahrscheinlich für einen Weihnachtsbaum, weil hier so ein Gummi ist. Aber ich werde es ummontieren und werde es für eine oder für Karten benutzen. Genauso wie das Goldene. Also ich kann mir da richtig schön vorstellen, eine schöne Weihnachtskarte mit zu basteln die nächste Zeit. Und ja, gefällt mir richtig gut. Ich hätte euch jetzt noch gern meine Bilderrahmen gezeigt, aber naja, die werde ich mir dann wahrscheinlich morgen holen, weil ich habe morgen Frühschicht und dann werde ich dann dementsprechend Feierabend haben, dass ich noch zu Idee rasen kann und mir gleich Bilderrahmen bunkern werde, weil das passiert mir hoffentlich nicht nochmal. Genau, das war mein kleiner Paper-Haul und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend noch oder je nachdem, wann ihr dieses Video halt schaut, einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao!